Hey liebe Leute, ich grüße euch wieder herzlichst zu einer weiteren Folge vom Football Manager 24. Ja, wir stehen kurz vorm ersten Spieltag gegen Schalke 04. Erstmal vorab, ich habe jetzt Bilder eingefügt, also ein Facepack. Deswegen, man sieht jetzt auch die Bilder hier von den Spielern. Deswegen wurde auch in der ersten Folge ein Kommentar hinzugefügt. Also hat einer geschrieben, dass ich doch bitte auf Facepacks reinpacken soll. Ne, würde besser aussehen, finde ich auch. Dementsprechend habe ich jetzt auch mal Facepacks gefunden. Das, was mir da vorgeschlagen wurde. Ich weiß nicht. Ne, entweder kriege ich das einfach nur nicht gebacken oder wie auch immer. Ne, aber ich habe jetzt andere gefunden. Ne, aber trotzdem ein Riesendank dafür. Ne, ja, in diesem Sinne, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal weiter. Ja, wir gucken mal, was haben wir denn? Oh, ei, wir sind schon im Minusbereich. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, wir haben jetzt ein paar Transfers. Also ein paar Leute sollen ja wechseln per Leihbasis. Da haben wir zum Beispiel den, wer war das nochmal? Jetzt bin ich am Überlegen. Genau, der Andresen war das. Und dann noch welche von der U19 und so. Aber ich war am Überlegen, ob wir jemanden hier abgeben sollen. Hier wegen Bakariata, ne? Der ist richtig schnell und so weiter, aber ich weiß nicht. Ich glaube, den werden wir abgeben. Ne, die anderen würde ich gerne behalten, Dompe und so weiter. Deswegen, wir werden jetzt Transferstatus. Ja, genau. Hier gab es ja jetzt eine Änderung. Ich glaube, Transfer Room, das ist neu. Oder war da der Spieleverbinder? Eins von beiden ist auf jeden Fall neu. Bin mir jetzt unsicher. So, Gespräche erstmal machen wir. Sie wollen mit mir reden, der Berater. Dann mal los. Ja, ich möchte den gerne verkaufen. Also, der schätzt ein, dass wir 1,4 Millionen für den kriegen würden. Das wäre schon gut, ne? Der VfB Stuttgart ist bereit, ein Transferangebot für meinen Klienten abzugeben. Das wäre auch gut. Ja, dann machen wir das. Ne, machen wir Transfer Room. Bieten wir den für 1,4 Millionen an. Wie gesagt, 1,4 Millionen ist schon richtig gut. Also das Geld können wir auf jeden Fall locker gebrauchen. Ambrosius haben wir ja in der letzten Folge abgelehnt. Deswegen, die würde ich gerne noch haben. Heuer Fernandes sondiert seine Option am Ende des Vertrags. Eigentlich würde ich den gerne halten, ne? So ist es nicht. Beziehungsweise erstmal warten. Ich sag mal so, dieses Jahr will er noch bleiben. Wir sind doch hier glücklich, stimmt's? Wäre eine Option, ne? Einen neuen Keeper zu holen. Oder den für ein, zwei Jahre noch zu halten. Ja. Müssen wir mal gucken, ne? Ich wollte sie nur wissen lassen, dass ich meine Option ausloten werde, sobald mein Vertrag ausläuft. Ja, was können wir denn da sagen, ne? Akzeptieren können wir. Wir können den auch überzeugen. Oder drohen. Aber drohen wollen wir hier gar keinem. Also akzeptieren würde ich das jetzt aber auch nicht. Daher würde ich den jetzt erstmal überzeugen. Ich möchte sie wirklich inständig bitten, sich so schnell wie möglich an diesen Verein zu binden. Ich will sie hier haben. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke ja, ehrlich gesagt, sie werden von ihrem Berater, nee, in der Irre geführt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich dachte, sie hätten größere Interesse, noch länger hier zu bleiben. In solchen Fällen bitte ich die Spieler immer darüber nachzudenken, was der Verein für sie getan hat und Loyalität zu zeigen. Ich hoffe, sie verstehen das. Ich denke, der Markt steht schlecht für sie. Ein Verbleib ist für sie die beste Wahl. Warum wollen sie weg? Sie sind doch hier glücklich. Stimmt's? Das würde ich eher sagen. Also, weiß nicht, die anderen. Heißt so eine Sache, ne? Da kann man sagen, ey, komm, ich will mit dir verlängern auf jeden Fall. Aber ja, wir gucken mal, ne? Sie haben recht, ich bin hier sicher glücklich genug, um zu bleiben. Tschüss, dann sehen wir uns später. Ja, guck mal. Ist so gut. Also, mit den Gedanken spielt er jetzt nicht mehr. Sumbari geht auf Leihbasis zu Sandhausen. Da machen wir erstmal ein Spielbericht erstellen und akzeptieren. Wir können ja auch Ziele. Ja, Ziele hätte ich jetzt bei dem jetzt eher weniger, ne? Entweder spielt er gut oder schlecht. Also, ja, Ziele kann man mal machen, ne? Dann wissen sie, woran sie sind.
Das ist der Bent Andresen, hat ja jetzt auch ein Bild dran. Finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Stimmt schon. Ja, ist schon die Atmosphäre ein bisschen besser. So, Dompe, Jatta, Benesch, Reis, Van der Bremt. Ja, macht Angebot für Jatta, nehmen wir an. Sehr schön. So, Taktik. Dompe auf links. Na, Problem ist halt, der hat halt jetzt in den Testspielen nicht so viel gespielt, ne? Königsdörfer auf rechts, das lassen wir mal. Öztunali packen wir mit rein. Ja, Van der Bremt, ne? Eigentlich will ich ja Oliveira verbessern, ne? Dementsprechend machen wir das auch. Van der Bremt kommt aber auf der Bank. Das ist safe. Ja, mit Kran, ne? Da bin ich halt am Überlegen. Normalerweise möchte ich den Nemeth. Kann er außen spielen, ne? Den Nemeth packen wir mal raus, weil ich würde den Kran gerne mitnehmen. So, ich bin mal gespannt. Kann auch sein, dass wir ein bisschen was an der Taktik ändern werden. Allgemeinen, wir spielen jetzt erstmal so, wie wir jetzt das vorhaben. Polsens Hoffnung ruhen auf Glatzel. Arne Rühlemann. Den wollen sie haben. Außenstürmer. Boah. Ja gut, 19, 18 Jahre alt, ne? Sollte nur im Notfall verpflichtet werden, so würde ich das auch sehen. Potenzial ist da. Das auf jeden Fall. Ja, um ehrlich zu sein, Flügelspieler wäre da deutlich besser aufgehoben. Ne? Deswegen, Außenstürmer. Ja, ist so eine Sache, ne? Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, da werde ich mein Veto einlegen. Können wir ja machen, zum Glück. So, Überblick über Saisonerwartungen. Ja, genau. Aufsteigen, Konkurrenzfähigkeit im DFB-Pokal sein. Okay. Salernitana macht Angebot für Jatta. Angebot annehmen. So, wir nehmen alles an, was 1,4 Millionen bietet. Alles, was da drunter jetzt bietet, nehmen wir nicht an. Dua geht nach 1. FC Saarbrücken. Tun wir auch mal einen Spielbericht erstellen. So, Fitnesstest. Hatzi Kadunic ist noch nicht fit. Naja, war ja auch nicht zu erwarten, dass er jetzt fit wird, ne? Von daher gucken wir mal. So, Jatta, Nemeth, die sind nicht dabei. Jatta wird ja sowieso verkaufen. Nemeth, ja, noch einen Stürmer jetzt auf die Bank zu setzen, wäre jetzt, glaube ich, nicht sinnvoll. Ja, hier war ich erst am Überlegen, ne? Ob wir hier sogar einen balleroberer Mittelfeldspieler machen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Mit Carrilero, ich weiß nicht, ich halte nichts davon so wirklich, ne? Vorgeschobener Spiel. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie gesagt, das habe ich jetzt mal geändert. Da werde ich auch jetzt trotzdem komplett mal ändern. So, defensiver Mittelfeldspieler, Ball. Weil da haben wir auch die besseren Spieler, um ehrlich zu sein, ne? Deswegen. So, Meffert, genau. Weil der stabilisiert ein bisschen die Defensive dann. Aus diesem Grund mache ich das jetzt. So, Beweglichkeit ist 9 bei ihm, ne? Aber ja. Bukalfa, der kann ja auch. Ballo. Ja, der ist ja sogar am besten, ne? Beweglichkeit fehlt halt nur so ein bisschen. Aber okay. Da sind schon andere Bilder jetzt, ne? Wie sieht Glatzel aus? Ja. Hier war ich auch am Überlegen, ne? Aber der kann gut Pressener Stürmer auch. Zielspieler kann der auch. Da muss man mal gucken. So, ich würde sagen, ab geht's am ersten Spieltag zu Hause gegen Schalke 04. Ja, da kenne ich auch schon. Gegneranweisungen setzen wir mal um. Flache Flanken. Ja, flache Flanken sehe ich auch so, weil, ja, die haben halt große Leute da hinten. Außer Matriciani, ne? Der ist jetzt nicht so groß, ne? Kaminski ist halt groß. Der Baumgartl. Groß ist ein Baumgartl? 1,90 Meter, ne? Wie groß ist ein Matriciani überhaupt? Ich bis jetzt noch nie. 1,87, ja, ist auch schon groß, ne? Leo Box to Box. Defensiv. Kompletter Flügelverteidiger, Ovian. Brunner ist nur Flügelverteidiger. Kompletter Innenverteidiger, der Matriciani. Was ist das denn? HRV. Ist denn HRV? Ach, Halbraumverteidiger, genau. Und das ist ja bald spielender Verteidiger, Mitspielender Torwart. Okay.
Ja, bin ich mal gespannt, was wir gegen Schalke machen. Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Reaktion positiv auf dein letztes Gespräch. Ja, wie gesagt, Dompe auf Link, obwohl 2,5 hat der nur, ne? Normalerweise ist er besser als Flügelspieler, ne? Ja, mal gucken, kann ja auch sein, aber mal ändern, ne? Im Ballbesitz. Ja, und dann machen wir den hier als Flügelspieler. Ne? Deswegen, ich bin da echt am Grübeln, ne? Kann er denn das? Geht so, ne? Flügelspieler, ja, die brauchen halt weniger Werte, ne? Deswegen ist er da besser. Dompe, ja. Ja, wir gucken mal, ne? Ich würde jetzt doch mal den Feray einsetzen. Ne? Oliveira lassen wir, genau so. Dann würde ich sagen, let's go gegen Schalke 04. So, Kabine, zack, zack. Let's go. So, ich bin mal gespannt, was wir jetzt gegen Schalke 04 machen werden. Reis, Benisch, Meffert, genau. Haben die sich jemanden geholt? Nee, ne? Nö. Okay. Hätte ja sein können, ne? Ja, da sind sie vollkommen ausgeschrieben, die Mannschaften. Finde ich eigentlich, wow. Ja. Ist okay. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber naja. So, ja, das kenne ich auch. Wir machen hier mal ein bisschen runter. Hier machen wir höher. So müsste passen. Schauen wir mal. So, Schalke mit dem Anstoß. Mal gucken. Ja, die spielen sehr Ballbesitz, ne, orientiert. War ich auch am Überlegen, ob wir das machen. So ballbesitzmäßig, nur halt ein bisschen offensiver dann. Jetzt auf Perei, holt sich den Ball wieder. Schonlau. Auf Oliveira. Junge Talent. Königsdörfer jetzt. Komm schon. Ah, schade. Nochmal und. Ah, schade. Müller hält ihn. So, das bedeutet Eckball für uns. Benisch tritt den Eckball. Und, ah, schade. Schade, schade. So, Fera jetzt. Mit einem langen Ball auf Königsdörfer. Der passt. Fera, Benisch. Aber Tempelmann blockt ihn noch ab. Okay. Ja, komm. Nochmal Eckball, diesmal der Feray von der anderen Seite. So, Schalke im Ballbesitz. Ah, jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall keine Chance, so wirklich. So, Schalke auch mit der ersten Chance. Ging auch direkt aufs Tor. Oh, wir sind wieder im Ballbesitz. Benisch. Ramos. Ja, gegen Bayern haben wir ja eine gute Leistung gezeigt. Da haben wir ja 2-2 gespielt. Oh, sehr schön jetzt. Aber Königsdörfer macht die Bude. Jawohl, 1-0. Jeboa Königsdörfer. Sehr schön gemacht. Hier sehen wir nochmal die Entstehung des Treffers. Reis auf einer Glatzel. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ne? Sah so komisch aus, ob er den jetzt nach hinten gepasst zu Königsdörfer oder ob der jetzt einfach durchgewurschtelt ist. Ne? Kann alles sein. So, erstmal Lob für die Mannschaft. Haben sie richtig gut gemacht. Jetzt geht's weiter. Benisch auf Glatzel, der schießt, aber es gibt einen Eckball, weil Marius Müller den Ball gehalten hat. So, Fera jetzt mit dem Eckball. Schauen wir mal, was passiert. Ramos mit dem Kopfball. Aber Marius Müller ist da. Und hält das Ding. Aber ich glaube, der wäre auch vorbeigegangen, so wie es aussah. Bin mir jetzt unsicher. Kaminski jetzt erstmal für Schalke. Matriciani. Schallenberg auf Brunner. So, Baumgartel. Ja, sehr schön gemacht, Reis. Sehr gut. Sehr schön antizipiert. So, Muheim. So, erstmal ganz ruhig. Und Glatzel mit dem Haudegen-Anschuss. Aber ging leider drüber. Aber wir spielen ganz gut. 6 Schüsse, 3 aufs Tor. Ne?
Hätte natürlich ein bisschen mehr Tore jetzt gehabt. Na, 1-0. Ist okay für den Anfang. So, Kaminski. Oh, sehr gut gemacht, Oliveira. Oh, Benisch. Oh, Königsdörfer. Königsdörfer, was ist mit dem denn los? 2-0. Königsdörfer ist on fire, würde ich sagen. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Besser geht's nicht. Hier sehen wir nochmal Oliveira. Holt sich den Ball. Königsdörfer verliert den. Aber Benisch ist da. Der passt dann zu Reis. Der hat die Übersicht auf Königsdörfer. Und ja, der macht da Dingen. 2-0. Sehr schön. So stelle ich mir das doch vor. Reis Doppelvorlage. Sehr gut. Also die beiden sind schon ein eingespieltes Team anscheinend. 8,9 an Note. Also Standards herausholen. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ne? Jetzt Ramos erstmal mit Einwurf. Reis. Muheim. Bene schießt einfach mal aus der zweiten Reihe. Und ja, Müller hält den. Und es gibt nochmal einen Eckball. Ah, schade. Jetzt Reis wieder. Oh, lange Grätsche. Das können wir ignorieren. Das machen wir jetzt nicht. Aber wie gesagt, bis jetzt läuft alles richtig gut. 2-0. Bis jetzt. Gleich ist Halbzeit. Eine Minute Nachspielzeit. Und es bleibt beim 2-0. In der Halbzeit. So, weiter so machen. Also, das kann ruhig so weitergehen. So, wir mit dem Anstoß jetzt. Ludovic Reis, Benisch, Glatzel mit dem langen Ball auf Königsdörfer. Oliveira wird gefoult. Der Polter rannte Oliveira um. Jetzt gibt es Freistoß. Benisch führt ihn aus. Schuss. Ah, deutlich drüber. Also deutlicher geht's nicht. Würde ich mal sagen. Aber bis jetzt passiert jetzt nicht allzu viel. Jetzt kommt mal Schalke mit Brunner. Angetäuschter langer Einwurf. So. Abstoß. War nix. Ich war auch am Überlegen, ob wir den Heuer Fernandes nicht als mitspielender Torwart Angriff machen, sondern eher Unterstützer. Weiß gar nicht. Oder ist er Unterstützer? Gelbe Karte erstmal für Polter. Wir wechseln jetzt erstmal aus, gucken. Ja, der Glatzel überzeugt nicht bis jetzt. Der Dietz kommt mal rein. Ansonsten, der Oliveira hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Da kommt der Van der Bremt rein. So, das ist erstmal der Wechsel. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin jetzt vorsichtiger, disziplinierter und vertikale Pässe spielen sie jetzt. So, aber wie gesagt, allzu viel passiert jetzt nicht. Brunner mit dem langen, ja gut, so lang war der jetzt nicht, der Einwurf. Nochmal Brunner. Heuer Fernandes, sehr schön gemacht. So, schön auf Ramos erstmal. Van der Bremt. Auf Königsdörfer. Oh, Dietz, der kriegt den Ball sogar und macht seinen ersten Saisontreffer. Er kam jetzt als Edeljoker rein und macht das Ding direkt. Der Dietz macht es. Van der Bremt erstmal. Oh, sehr schön eingeleitet auf Königsdörfer. Ja, was soll ich sagen? Der Madriciani, war das Madriciani? Ich glaube schon, ne? Der verpasste seinen Einsatz. Der hat den Ball durchgelassen. So, kriegen die Spieler erstmal ein Lob. So, wer soll rein? Das habe ich das nicht gesehen. So, erstmal Fehrrein mit dem Freistoß. Ja, die Kamera, ja, die war jetzt ein bisschen schlecht positioniert, aber Ramos macht da Dingen. Habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Wegen der Kamera. Da sieht man immer noch nicht so, ne? Ja. Wie gesagt, der vierte Tor sieht man nicht so sehr. Aber okay. Wir führen 4-0, also wir führen hier Schalke vor. So hatte ich da doch vor. Also, Feray kommt jetzt erstmal raus. Dann machen wir noch einen Wechsel. Ich würde sagen, Kran kommt mal für Meffert rein. Und wenn wir noch einen Wechsel direkt machen, Ambrosius oder Haya, Kalfa. Bin jetzt am Überlegen. Haya ist defensiv euer rechte Seite, ne? Ambrosius auf 24, ne? Ja, komm, ich mach mal den Schonlau raus. Der Ambrosius kommt mal rein. Schauen wir mal. Und wir spielen jetzt ausgewogen. Also, ne? Ein bisschen weniger Intensität. Königsdörfer hat etwas abbekommen.
Es schaut nach einer Knöchelprellung aus. Ja, herunternehmen können wir jetzt nicht wirklich. Ja, ich hätte den Wechsel doch mal sein lassen sollen. Aber okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich hoffe, der kann im nächsten Spiel wieder spielen. So, jetzt kommt Schalke erstmal. Cissé ist reingekommen, okay. Habe ich jetzt nicht ganz gesehen. So, Muheim holt sich den Ball. Ja, noch auf der Linie. Dompe mit einem langen Ball auf Königsdörfer. Der verletzte Königsdörfer macht fast das 5:0. Ich glaube es nicht. Ein verletzter Königsdörfer ist sogar besser als die ganze hintere Mannschaft von Schalke gerade. So, Dompe mit dem Eckball. Aber da wurde nichts. So, Brunner kann dann daraus nichts machen. So, jetzt haben wir Einwurf für Schalke. Wie immer, Brunner ist dabei. So, nochmal Brunner. Kallas. Ah, kein guter Ball. Ja, jetzt können wir ganz gelassen spielen. Also bei 4:0. Ganz easy und locker. So, Reis. Langer Ball auf Dompe. Vielleicht kann er daraus noch was machen. Dompe immer noch. Immer noch Dompe. Benisch. Ah, ich glaube. Ja, jetzt nochmal Dietz. Dietz macht das 5:0. Oder? Gucken wir mal. Die Verteidiger reklamieren auf Abseits. Ich bin mal gespannt. VAR muss das überprüfen. Aber das Tor zählt. So wie es anscheinend hat. Wir gucken mal. Reis. Da wäre Reis fünfte Vorlage. Nee, warte mal. Dritte Vorlage, glaube ich. Aber Dietz, der ist on fire, würde ich sagen. Der macht seine Sache gut. Knappe Abseitssituation. Hier sehen wir nochmal. Nee, war kein Abseits. Matriciani hat so gesehen das Abseits aufgehoben. Und ja, dementsprechend, da zählt das Tor von Dietz. Und der Schiedsrichter pfeift ab, liebe Leute. Wir gewinnen am Ende mit 5:0 gegen Schalke. Also ein Torfestival hier im Volksparkstadion. So, die besten Noten haben Ramos 8,0, Reis mit 8,9, Königsdörfer 9,7. Also darüber brauchen wir nicht reden. Bester Mann auf dem Platz. Dietz mit 8,6 als Joker reingekommen, direkt zweimal gestochen. Wir gucken mal auf die Vorlagengeber. Hier haben wir Reis, Königsdörfer, Fehrei mit einem guten Eckball. Oder Eckball, ne? Ja, ne, Freistoß. War der Fehrei. Und Reis, also Reis mit der dreifachen Vorlage, also Magic, sag ich da nur. Na? Oh, direkt drei Achievements hier freigeschaltet. Was haben wir denn? Einer von Trainingsgelände, Joker und weiße Weste haben wir. Ach, nochmal, zwei. Erster Sieg und Ausrufezeichen setzen, ja. Mit dem Ergebnis setzen wir auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. So, Auswertung der Trainingswoche, aber da können wir noch gar nicht drüber sprechen, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Wir gucken mal. Interaktion, Spielerloben. Nee, kann man noch Verhalten nur machen. Ich glaube, das dauert einen Monat. 1 bis 2 Tage ist okay. Gerards Wahn vor Panikmache nach Enttäuschung für Schalke 04. Ja. Dubitant Dietz schlägt sofort ein, auf jeden Fall. Königsdörfer Leistung loben, auf jeden Fall. Ja. Polzin lobt Königsdörfer Show. Ja, Königsdörfer on fire, ne? Also Magic, der Junge, einfach nur. So, Analyse brauchen wir jetzt nicht. Wir machen bis Montag auf jeden Fall. Ne, so habe ich das immer vor eigentlich. Weil dann sehen wir auch die anderen Ergebnisse wenigstens. Ne, dann haben wir den kompletten ersten Spieltag auch durch. So, Ben Andersen. Hat 90 Minuten gespielt. Haben auch 1:2 gewonnen. Testspiel. Hat eine Note von 6,7 bekommen. Haben aber gewonnen, das Testspiel. Okay. Das ist doch schon mal schön, wenn sie das Testspiel gewinnen. So, Lautern spielt erstmal 1-1 gegen St. Pauli. Dann haben wir Hannover verliert 0-1 gegen Elversberg. Wien Wiesbaden gewinnt 1-2 gegen Magdeburg. Osnabrück gewinnt 2-0 gegen Karlsruhe. Cousins, zweifacher Torschütze. Düsseldorf spielt 0-0. So, gucken wir mal, ne? Also der wäre auch einer für uns, ne? Um ehrlich zu sein. Allerdings, wenn dann erst für die nächste Saison. Ja. Wir gucken mal, Carrilero. Ja, okay, ja, geht so, ne? Was war das andere nochmal? Zentraler Mittelfeldspieler, ne? Ja, da, ja, ist okay. Der ist eher so ein Spielmacher, ne? So ein Vorgeschobener. Auf jeden Fall. So, wie sieht's hier aus? Ja, gut, Deckung ist schlecht, ne?
Ja, wenn wir so einen vorgeschobenen Spielmacher bräuchten, dann wäre der auf jeden Fall eine gute Wahl. So, Anpfiff in der zweiten Liga. Apropos, ne, Training. Individuell den Kran habe ich nämlich vergessen, noch ein individuelles Trainings reinzupacken. Dietz haben wir gemacht. Wo ist denn der? Ich sehe den gerade nicht. Ah, hier ist er. Ja. So, defensiver Mittelfeldspieler, Balleroberer. Zack. Ja, da sehen die Werte jetzt nicht so top aus, ne? Deswegen muss er auf jeden Fall trainieren. Antizipation. Vorherzusehen auf Geschehnisse, um ihn herum zu agieren. Konzentration, Aggressivität, Kraft. Ja, gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück, ne? Und der macht auch daraus was. So, Braunschweig muss gegen Kiel, Rostock gegen Nürnberg und Fürth gegen Paderborn. Okay. Berechtigt für einen Profivertrag. Buljo Basic. Ist auch ein Stürmer. Okay. Da ist so ein Knipser halt, ne? Aber für einen Knipser wäre der richtig nice. Aber hat er schon gute Werte, ne? Also Dauerkarten haben wir auch gemacht. Wie sieht allgemein die finanzielle Situation aus? 15 Millionen haben wir auf dem Konto. 2,6 Millionen haben wir Plus gemacht diesen Monat. Nemeth hat sich verletzt. Fällt erstmal 3 Wochen aus. Ja, ist natürlich nicht so schön. Na, gut, dass wir einen Dietz haben. Ansonsten müssen wir einen von der Jugend halt hochholen. Na, das ist jetzt das geringste Problem. So, Braunschweig gewinnt 3-0 gegen Kiel. Rostock spielt 2-2 gegen Nürnberg und Greuther Fürth gewinnt 3-2 gegen Paderborn. Kind Zombie mit der roten Karte in der 92. Minute. Ja, kurz vor Schluss. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Die Paderborner zumindest. So, großes Kino im Ostseestadion und Trainingsplan. Apropos Trainingsplan. Was ich vergessen habe, ist das hier zu machen. Sonstiges und ein Teamgeist. Hier machen wir das ebenfalls. So, ja, nur dieses eine Mal. So. Erste Runde im DFB-Pokal. Auslosung ist heute. Ich bin mal gespannt. Alle Teams erstmal ziehen. Und wir spielen gegen Astoria Waldorf. Ja, ist doch in Ordnung, ne? Spielen die? Ja, irgendwo in der ja, Regionalliga Südwest. Ja, Schalke muss gegen Delmenhorst, die haben auch ein Glückslos. So, das Ding müssen wir natürlich nach Hause fahren, ist ja klar. So, Änderungen im Trainingsplan, genau. Heute Teamgeist ein bisschen. Rühlemann-Transfer? Nein. Nein, nein. Absagen. Machen wir nicht. Wenn, dann will ich nur gute Leute, ne? Beste Passquote. Dompe, Ambrosius, Kran haben 100%. Ja, gut, die haben auch kaum gespielt, ne? Naja. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, liebe Leute, wie es weitergeht. Wir spielen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall gegen den Karlsruher SC. Da bin ich mal gespannt, wie es dann auf jeden Fall weitergeht. Wie gesagt, 5-0. Also 5-0 ist schon mal ein Ausrufezeichen. Ist schon mal, wie nennt sich das noch? Ja, ein guter Start auf jeden Fall. Ein sehr guter Start. Gegen Schalke 04, gegen den Mitkonkurrenten. 5-0 erstmal weggehauen. In diesem Sinne, so wollen wir auf jeden Fall gerne weitermachen. Das werden wir aber in den nächsten Folgen sehen, ob das auch so passiert. Ich bin gespannt. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken und bewerten nicht vergessen. Ach, liken und kommentieren, bewerten und kommentieren nicht vergessen. So wollte ich das sagen. Aber gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Tschüss.